Seid gegrüßt, meine aktiven Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Coral Talk. Ja, Freunde, heute geht es um die Leptastrea pruinosa, nennt sie sich. Blende ich euch hier ein. Ich habe euch mal hier ein paar im Hintergrund, wie ihr es gewohnt seid, reingemacht. Könnt ihr mal schauen. Um die drei geht es jetzt. Die liegen im Job auf. Die habe ich dann auch halt mal gefilmt. Aber es gibt da noch unzählige, zig verschiedene Farbmorphen. Ja, Leptastrea pruinosa ist eine Koralle aus dem, hauptsächlich aus dem Indopazifik kommt sie her. Liegen im natürlichen Habitat so auf 6 bis 15 Meter Tiefe. Soll auch im Umkehrschluss heißen, sie kann auch viel Licht vertragen. Ja, also manchmal setzen wir sie halt eben ein bisschen schattiger, mittleren oder unteren Beckenbereich. Sie kann aber auch rein theoretisch mehr Licht vertragen. Sie verfärbt sich dann aber auch. Ich habe euch auch hier mal ein kleines Beispiel gezeigt, wenn ihr die halt eben nebeneinander legt. Dann seht ihr das auch mal, dass sie an den Stellen, wo sie aneinander kommt, ist mir aufgefallen, bekommt sie immer so orange Tentakeln. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ihr könnt es, glaube ich, hier oder hier, weiß ich jetzt gar nicht, könnt das gut sehen, da wo sie im Prinzip aneinander liegt, da wo sie sich berührt mit einer anderen, selber Gattung, da verfärbt sie sich teilweise immer mit orangen Tentakelspitzen. Ja, ansonsten, die Leptastrea, wie gesagt, ist relativ gut haltbar. Ich persönlich würde sie auch als Einsteigerkoralle bezeichnen, weil sie ist sehr pflegeleicht, ja. Da treten generell nie Probleme auf. Kann man also, wie gesagt, ganz super, ja, anfängertaugliche Koralle, kann ich auf jeden Fall auch für Einsteiger empfehlen. Die Leptastrea braucht von der Strömung her gesehen schon turbulente Strömung. Kann sie vertragen. Ich persönlich habe sie immer an etwas ruhigeren Stellen. Sie sollte aber nicht allzu ruhig stehen. Also sie soll schon ab und an mal auch ein bisschen Strömung abbekommen. Das tut ihr definitiv ganz gut, weil sich auch nichts auf ihr ablagern sollte. Ansonsten ist die Leptastrea, lebt einmal von ihren Zooxanthellen, ja, also einfach vom Licht kann sie leben. Natürlich könnt ihr sie aber auch definitiv zufüttern. Und bei der Zufütterung habe ich halt eben feststellen müssen, wenn ihr das tut, wächst sie definitiv schneller und wird halt auch dementsprechend viel, viel schneller größer, hat größere Polypen. Bei Zufütterung könnt ihr also auch machen. Mein Tipp ist da halt immer ein Staubfutter. Ich bin auch mittlerweile für alle LPS-Korallen komplett auf Staubfutter zurückgegangen. Ich hatte ja vorher auch größere Pellets mal für die großen Trachis oder so, aber mittlerweile nutze ich da auch fast nur noch Staubfutter. Ja, die normalen Wasserparameter blende ich euch hier einfach mal ein, wo ihr sie drunter halten solltet. Sind normale Standardparameter, eigentlich ganz normal. Da, ne? Was will ich da jetzt auch immer sagen, ihr braucht dies oder jenes, ihr habt sie ja sowieso viele und mehrere Korallen in einem Becken und daher sagt man grundsätzlich eigentlich solche Standardparameter, die haben wir ja eigentlich. Ja, zum Thema Nesseln würde ich euch noch empfehlen, die Korallen definitiv weit weg von anderen zu stellen. Zum einen hat sie ihre Kampftentakeln, die sie rauslassen kann, sieht man nicht allzu oft. Ich habe es auch, ich persönlich auch nur bei einer bisher gesehen. Sie hat aber noch Mesentrialfilamente, damit arbeitet sie auch. Das sind diese kleinen weißen Würmchen, die ihr immer so von Korallen manchmal weggehen seht. Das sieht immer aus wie so kleine Würmchen. Das sind, wie gesagt, Mesentrialfilamente. Mit denen kann sie auch kämpfen. Das heißt, die kann sie auch so durch den Sand schicken zu einer anderen Koralle. Ich hatte also hier im Drop-Off zum Beispiel, ich mache immer so, weil hier das Drop-Off steht. Da hatte ich da auch den Fall gehabt, dass ich eine Cyperstrea dahinter stehen hatte. Die stand ungefähr so 3-4 cm entfernt, hat die also definitiv nicht berührt. Aber die Leptastreas haben die Cyperstrea ausgesaugt. Ja, also da sind dann nachts halt eben diese Filamente rübergegangen und haben die Koralle letztendlich ausgesaugt. Also da auch bitte immer vorsichtig, stellt die halt immer separat. Ihr könnt die natürlich schön nebeneinander stellen. Das könnt ihr natürlich machen. Ja, dass ihr die halt schön beisammen stellt. Alle Leptastreas im Prinzip könnt ihr nebeneinander. Die tun sich untereinander gar nichts. Habe ich bis jetzt noch nie was sehen können. Aber wie gesagt, lasst die von anderen Korallen bitte weg. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich habe zur Leptastrea alles gesagt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da.
Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Coral Talk. Bis dahin, euer Marc. Danke fürs Zuschauen und ihr seid meine Allergeilsten. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.